Ich glaube, dass diese Frau faszinierend ist mit ihrer Geschichte. Es ist natürlich wunderbare Musik von Sylvester Levi, das muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie ich es komponiert habe. Es kam einfach. Einerseits natürlich die österreichische Identität. Also es ist ein Stück, was halt in Österreich, gerade in Wien und jetzt auch vor Schloss Schönbrunn einfach so perfekt passt. Seit gestern ist das Kultmusical Elisabeth zurück vor dem Schloss Schönbrunn. Seit der Uraufführung 1992 sind die Geschichte, die Hits und die Besetzung ein Zuschauermagnet. Erstens hat es natürlich meine ganze Karriere geprägt. Ich habe über diese Rolle so viel lernen dürfen und ich habe natürlich auch meine ganze Glory dadurch bekommen. Danach war es natürlich viel einfacher für mich, um andere Rollen zu bekommen und zu spielen. Ich habe mich auch sehr mit ihr angefreundet, muss ich auch sagen, und gut verstanden. In Elisabeth war ich schon zur Premiere im Theater in der Wien. Ich habe es, glaube ich, 8 oder 9 Mal gesehen. Ich war letztes Jahr auch hier, Gott sei Dank bei dem Wetter, das ganz schön war, so wie heute am Abend. Also ich bin ein Riesenfan von diesem Musical. Es ist so, ein tragisches Schicksal ist das, was die Menschen aus ihrem Leben in irgendeiner Weise mit verbinden und dadurch das bei ihnen unter die Haut geht. Das ist zum Beispiel für Michael und mich. So Drama-Musical zu schreiben, ist das Schönste, weil wir sind ja emotionale Menschen. Wir sind die Letzten einer Welt, aus der es keinen Ausweg gibt. Ich habe natürlich dieses Stück geschrieben, weil ich diese Elisabeth entdeckt habe als eine schwer depressive Frau, die mit ihrem Leben, das ihr eigentlich aufgebürdet wurde, gelebt hat, immer im Zwiespalt und immer mit dem Gedanken, vielleicht beende ich es lieber. Und das ist sehr rührend, das ist etwas sehr Bewegendes und es bewegt mich eigentlich immer noch. Du wirst das Leben bald durch meine Augen sehen. Eine Liebesgeschichte, ein Drama. Es gibt den Tod, es gibt die Hoffnung, es gibt Verzweiflung, es gibt alles, was man sich an einem Abend wünschen kann, in einer wundervollen Inszenierung. Das merkt man, glaube ich, auch im Filmbereich. Die Dinge, die auf einer wahren Begebenheit basieren, wie man so schön sagt, die berühren einen noch ein bisschen mehr als nur die Fiktion an dem Ganzen. Und das dann zusammen mit ein paar weiteren Ideen, die von der Regie und vom Buch kamen und so. Ich glaube, das ist der große Erfolg. Das, was man vorbereitet, ist manchmal gar nicht das, wo man vielleicht dann im szenischen Kontext dann im Endeffekt landet. Das ist einfach das Spannende. Liebe macht blind, Franz weiß nicht, was er tut. Er hat auf mich nicht gehört. Das ist ja eine Sache der Zeit damals gewesen, dass sie eben ausgebrochen ist aus allen Regeln und aus allen traditionellen Zusammenhängen. Und dass jemand das tatsächlich geschafft hat, das zeugt von einer großen Kraft. Wir wollen spüren, wir wollen mitbeben, wir wollen mitfiebern. Dann wollen wir natürlich auch, dass es irgendwie noch gut wieder endet. Und das tut es natürlich auch in gewisser Weise. Das darf man nicht nur einen erwähnen, das ganze Ensemble ist gut. Und es ist dieses Ambiente hier. Ist halt was Außergewöhnliches. Und das Schöne, dass wir ein schönes Wetter haben heute. Und ich freue mich, Elisabeth ist ein tolles Musical. Also wie intelligent diese Musik auch ist und sich auch teilweise wiederholt in anderen Formen, um etwas anderes auszudrücken, aber auf ein Thema zurückzuweisen. Das ist so ganz komplex geschrieben. Ich bin nicht das Eigentum von dir, denn Schloss Schönbrunn ist in Wien und da sind wir froh, dass wir einerseits dieses Stück in Wien uraufgeführt haben, dass der Komponist und der Textautor einen starken Bezug zu Wien und zu uns haben
Und dadurch ist diese Kombination sehr gut, weil sie ja auch authentisch aus dieser Kultur heraus dieses Stück geschrieben haben. Speziell für Wien würde ich sagen, ja, wir brauchen das Drama, um ein tolles Stück zu haben, weil die Wiener lieben es. Und vielleicht braucht es der Wiener auch. Wenn er das Drama von fremden Figuren sieht, vergisst er sein eigenes ein bisschen.